Sönkes befragen kann. Letzter Kontrolllauf vor der Show. Als Inspizient ist Sascha Lemitsch Mädchen für alles. Nicht nur während der Show, sondern auch schon davor. Der 35-Jährige ist der Star hinter der Bühne. Am Mannheimer Nationaltheater hören alle auf sein Kommando. Meine Damen und Herren, die Pause auf der Bühne ist beendet. Zur Fortsetzung der Vorstellung. Die Band und Herr Kranz bitte im Orchestergramm Platz nehmen. Heute wird das Musical Avenue Q aufgeführt. Das Haus ist voll. Für Rock Around the Clock, die Technik bitte. Saschas Reich, eine 1 Quadratmeter große Ecke neben der Bühne. Eine Welt voller Knöpfe und Kommandodurchsagen. Eine ruhige Hand ist für diesen Job Voraussetzung. 150 Knöpfe muss Sascha pro Stunde drücken. Das Musical dauert 3 Stunden. Und wehe, der Inspizient erwischt den falschen Knopf. Seine Aufgabe ist es, während der Show die Einsätze für die Lichttechnik durchzugeben. Alex 22. Den Bühnenumbau anzuweisen, die Darsteller zum Einsatz zu rufen und die Kommandos für die Spezialeffekte zu geben. Dafür muss der Inspizient die Aufführung minutiös verfolgen. Noten lesen können ist Pflicht. Sascha Lemitsch kennt das Stück in- und auswendig und er lebt es mit. Denn bei aller Konzentration, Spaß ist erlaubt. Heute geben sie echt alles. Und er bleibt locker. Nichts kann ihn aus der Ruhe bringen. Auch nicht die Kollegen, die nebenan ein Schwätzchen halten. Mit dem Applaus fällt nicht nur der Vorhang für die Darsteller. Für Sascha Lemitsch war es ein guter Abend ohne Pannen und Patzer. Zumindest gab es keine, die auffielen. Vielen Dank allseits, gute Nacht und bis morgen. So. Da wird das, ja, fast schon Gebetsbuch zugeschlagen und wahrscheinlich zuerst mal so richtig kräftig durchgeschnauft, oder Sascha? Absolut, auf jeden Fall. Also man weiß ja im Vorfeld nie immer, was passiert oder was passieren könnte. Und wenn es dann reibungslos ist und in diesem Stück wie Avenue Q ist einiges zu tun und dann ist man doch immer erleichtert, wenn es dann reibungslos ist. Ich finde Theaterinspizient, das klingt so, ja, faszinierend nach einem tollen Ausbildungsberuf. Wie wird man es überhaupt? Wie wird man Inspizient? Also es ist in Deutschland kein Ausbildungsberuf. Meistens machen das Menschen, die vorher schon mal was im Theater gemacht haben, die dann nicht mehr im Beruf arbeiten können oder möchten. Und dann wird halt geguckt, gibt es Alternativen. Und wie war es bei dir? Wir duzen uns, ne? Wir duzen uns. Ja, wie war es bei dir? Ja, es war eigentlich blöd bisschen, weil ich komme halt aus dem Musical-Bereich, war auch Darsteller und hatte dann einen Bühnenunfall und konnte dann halt nicht mehr weitermachen. Wie schlimm war es? Was passiert? Ich bin im Orchestergraben runtergefallen. Ach du Scheiße. Im Blackout und hallo, hallo. War es vorbei. Aber die Liebe zum Theater, die bleibt, die oder? Die ist geblieben. Am Anfang ein bisschen schwer, aber die ist da und ich bin so froh, dass ich am Theater arbeite und ich möchte es auch. Und war dann direkt der Wechsel von der Bühne zum Inspizient, oder? Nein, also da war mal eine Ausschreibung für Statisterie. Und daraufhin habe ich mich beworben, haben die mich halt für gut empfunden, wurde eine Stelle als Souffleur frei, haben sie mir das angeboten. Ich gedacht, ja, noch nie gemacht, versuche ich halt mal. Dann wurde wiederum, als ich da war, eine Stelle Inspizienz frei, weil meine Kollegin abgeworben wurde, sage ich mal. Ja, und dann haben sie es auch mir angeboten und man weiß halt nie, wie es ist, ob es funktioniert, aber kam bisher immer super aus. Und das heißt, die weiteren Folgeangebote sind da und der Vertrag läuft. Genau, und dann bin ich auch froh, dass ich einige Theater halt hinter mir habe. Im Beitrag hieß das gerade Mädchen für alles. Genau. Ist das ein bisschen despektierlich oder also stimmt es eigentlich unterm Strich? Es stimmt unterm Strich. Ich persönlich sehe mich manchmal auch, ich meine das jetzt nicht böse, das war als Depp vom Dienst sozusagen, weil du bist halt in der Mitte die Anlaufstelle für alle. An dir laufen alle Fäden, jeder will was von dir und du musst halt gucken, die Info, die du hast, zu kompensieren mit dem, was gewünscht ist. Und
die Technik einrufen, dann absprechen, geht das überhaupt in der und der Geschwindigkeit, ja. Weil ich bin ja kein Techniker, ich sage halt nur, da und das ist geplant, geht das ja oder nein. Und dann wird halt geguckt. Also man muss auch dann, du musst auch zwischen den Gewerken kommunizieren. Das ist der Wunsch des Regisseurs und das ist die Antwort von der Technik. Und dann muss man irgendwelche Kompromisse finden. Genau, und immer. Und so entsteht dann diese Bibel? Diese Bibel, das ist die Bibel von Avenue Q, ja, die ich heute mitgebracht habe. Ja. Von dem Fertige, Stück? Von dem Stück, was gerade im Beitrag war. Ja. Und da sind lauter Zettelchen drin. Was bedeuten die? Die Zettel, also alles, was orange ist, ist technische Umbauten, gelb ist Lichtwechsel, ja. Grün sind die Einrufe und pink ist ein Lichtzeichen, Auftrittszeichen für Statisterie. Ja. Das heißt, wenn hier steht Standby für LXQs 2 und 2.5? Genau, LXQ, LX ist die Abkürzung für Electrics und LX2, so heißt der Lichtstand. Wenn ich LX2 go, dann geht der Zuschauerraum dunkel. Ja. Und warum ist hier hinter Hit It Sash ein Smiley? Ja, weil damit motiviere ich mich selber immer. Ich sage immer, weil bevor es losgeht, schicke ich immer so ein Stoßgebet und wünsche allen eine reibungslose Show und dann gibt es halt den Hit It. Das heißt aber auch hier in den Noten, in den Stücken selbst, ist eine Basslinie unterstrichen. Warum? Also eigentlich ist das reiner Eigennutz, weil es ja immer sehr dunkel ist auf der Seite, dass es die Augen halt nicht so anstrengt. Aha. Und manchmal ist das Notenbild auch dementsprechend manchmal nicht ganz einfach zu lesen und dann weiß ich halt, wo ich gerade bin. Hier ist dann auch in Szene 6 der Text mit drin, aber den musst du dann nicht noch zusätzlich soufflieren. Hi Lott, wie geht's dir? Christmas Eve, ich habe deine Hochzeitseinladung bekommen. Und, nein, kommst du? Das sagen die Darsteller und auf Ja, sehr gerne ist der Lichtwechsel fertig. Ah, da ist wieder Go, Lichtwechsel machen. 62.5, ja. Oh. Also so heißt der Lichtstand. Das heißt, wie viele Anweisungen stecken für dich in so einem Stück? In diesem Stück jetzt sind es insgesamt circa 165 Lichtwechsel und ich glaube 6 Umbauten, Bühnenumbauten. Wie oft geht was schief? In diesem Stück jetzt nicht. Ah, wow. Wow. Es gibt andere Stücke, da ist mir mal was Blödes passiert zum Beispiel, weil da war ich so, ich weiß nicht, ja, wie nennt man das? Aufgeregt. Aufgeregt oder irgendwie überdreht angespannt, halt. Ja. Hat man halt manchmal. Und dann bin ich halt mit Lichtzeichen auf Achtung gegangen. Das war Carmen, Ende 3. Akt. Bin auf Lichtzeichen gegangen für Achtung, dass der Decker, der Vorhang runtergeht für einen Umbau. Und dann gucke ich so in die Noten, gucke auf den Monitor und denke, ja, irgendwie sollte er ja mal fahren. Drehe mich halt zum Kollegen um und sage, wieso fährst du nicht? Und sagt, ja, du hast mir das Zeichen nicht gegeben. Und ich dachte, oh ja. Dann mach mal. Okay. Das war jetzt nichts Gravierendes. Aber so eine Kleinigkeit, die dann schon passiert. Wobei, was das Schlimmste wäre wahrscheinlich, wenn das Buch verloren geht. Das stimmt und das ist auch eine absolute Ausnahmesituation. Das habe ich gestern aus dem Theater geholt, weil die Bücher das Haus nicht verlassen dürfen. Ah, das heißt normalerweise abgeschlossen, dass abgeschlossen bei uns am Pult oder im Büro, bei meinem Kollegen und bei mir im Schrank, dass da niemand. Ich muss aber auch dazu sagen, im Probenverlauf sieht das Buch auch nicht so aus. Gut, das wächst wahrscheinlich, das oder? Das wächst wahrscheinlich und viel mit Bleistifteintragungen. Ja. Bleistiftradiergummi, mein bester Freund, im Probenprozess. Das heißt, als Inspizient bist du auch vom Anfang an des entstehenden Stückes dabei? Also im geregelten Probenprozess dauert das zwischen Konzeptionsgespräch und Premiere circa 5,5 bis 6 Wochen. Ja. Ich komme zum Konzeptionsgespräch dazu, da lernt man dann die Regie und alles kennen, was bühnenbildtechnisch geplant ist. Die fangen dann an zu proben, ich habe ja dann andere Vorstellungen noch. Spätestens zur ersten Bühnenprobe komme ich dann dazu, zur Bühne und dann nach Absprachen mit der Bühnenbildassistentin, mit der Regie, die sagen dann, das entsteht dann alles. So. Was passiert, wenn du während der Saison krank wirst? Wenn ich krank werde, was ich mir nicht wünsche, dann müsste mein Kollege das übernehmen und umgekehrt aber auch. Kann der denn mit deinem Buch und deinen Zeichen umgehen? Habt ihr euch da so weit abgesprochen, dass da jetzt keine, wenn ein Smiley ist, motiviert ihn das auch? Oder? Ja, das weiß ich nicht. Muss man hoffen, ne? Ich kann ja dann mal Hit It und den Namen des Kollegen eintragen. Gibt es denn Tage, wo du sagst, boah, also heute? Gar nicht. Können sie mich alle mal? Ja, das gibt's absolut. Das gibt's schon, ja, oder? Absolut. Manchmal gehe ich halt hin und denke mir, boah, eigentlich habe ich gar keinen Bock auf diese Vorstellung. Wird ein Stück auch mal langweilig, wenn man es mal 100-mal begleitet hat? Also das jetzt nicht, weil ich da ja genug zu tun habe. Ja. Da gibt es halt Stücke, wo das dann manchmal zu viel ist, dass es auch extra Lichtinspizienz gibt, wo ich dann nur für die Bühne zuständig bin.
Und dann hast du halt teilweise weniger zu tun, dann denkst du, oh Gott, und 3 Stunden können manchmal auch gefühlte 10 sein. Also. Aber die Motivation liegt im Applaus der Zuschauer am Ende, die oder? Die ist super, das ist die Hauptsache. Und wenn dann alles reibungslos läuft, egal ob es mir persönlich gefällt oder nicht, ist die Hauptsache. Also der Applaus für heute ist schon mal sicher, denn es hat viel Spaß gemacht, mit dir über deinen Job zu plaudern. Gleichfalls. Danke, lass uns rüber. Viel zu lang allein gelassen. Geht ja auch nicht, oder? Wir haben gelauscht. Aber ich glaube, das ist schon ein schwerer Job, ne? Wenn du weißt, an dir laufen alle Fäden zusammen und du musst immer auf die Sekunde.